Warum bist du abgehauen beim letzten Game Master Lügendetektor-Test? Ich muss jetzt los. Wie, du musst jetzt los, Alter, du? Da sind Koordinaten. Alter, ich muss ich da hin jetzt, oder was? Eine XXL-Belohnung, wie versprochen. Hier ist der Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Okay, Leute, viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, fahr zu den Koordinaten und geh gucken, was da los ist. Ich muss auch zugeben, ich bin ultra gespannt, was da abgeht, weil, wie gesagt, ich fühle mich gerade hintergangen, dass Marvin einfach ein Geschenk abgestaubt hat, das XXL-Geschenk, was eigentlich für uns beide wäre. Und ganz komische Nummer, deswegen, danke an alle, die kommentiert haben, die Mehrzahl hat ganz klar gesagt, fahr zu den Koordinaten und guck, was da los ist. Dafür nochmal einen Daumen hoch, Leute, dass wir jetzt zu den Koordinaten fahren und Leute, für mehr Game Master Content, dass wir hier alles weiter dokumentieren. Fetten Daumen hoch! Und schreibt weiter in die Kommis, falls ich irgendwas übersehe oder auch generell, was ihr immer von der Situation haltet, was alles so passiert. Und ab und zu geben auch Leute Tipps von uralten Game Master Videos, dass da auch schon Dinge zu beachten sind. Deswegen, ich bin echt dankbar für jedes Kommi. Kommentiert weiter so fleißig. Und ich bin jetzt gespannt, es ist am helllichten Tage. Da ist es auch angenehmer, zu den Koordinaten zu fahren, weil die letzte Nacht, beim letzten Video, da war es ja dunkel. Da habe ich mir gedacht, ich warte erstmal, was ihr schreibt. Aber alle haben geschrieben, also die meisten, fahr zu den Koordinaten. Manche haben auch geschrieben, hey, könnte eine Falle sein, aber ganz ehrlich, ich passe einfach auf, Pfeffer Spray ist dabei. Und ansonsten, Leute, ey, diesmal wird gekämpft. Keine Gnade, diesmal nicht abhauen. Also selbst wenn es zu einem Kampf kommt, ich werde kämpfen, Leute. Weil viele haben immer gesagt, Bro, du gehst trainieren, alles dies, das, kämpf doch mal. Ja, ihr habt recht, ich werde jetzt kämpfen. Man hat immer Angst vor den Konsequenzen, aber im Endeffekt muss man auch mal aufs Ganze gehen. Deswegen, Leute, fetten Daumen hoch auch dafür, dass ich dann kämpfen soll, falls da, was auch immer da abgeht. Falls eine Falle ist oder was auch immer, diesmal werde ich kämpfen und zwar vernünftig. Und jetzt fahre ich rüber zu den Koordinaten. Ich bin sehr gespannt, wo ich lande. Leute, let's go. Ey Leute, hier ist die Tür offen. Unten das Treppenhaus war offen. Hab jetzt erst die Kamera angemacht, schon fast vergessen. Alter. Hier sind die Koordinaten. Marvin, bist du hier? Alter, nicht, dass ich jetzt hier irgendwo in der fremden Wohnung bin. Aber die Koordinaten haben mich genau hier hingeführt. Hallo? Ist hier jemand? Marvin! Hey! Da bist du ja! Was ist los mit dir? Warum stehst du da so wie ein Roboter? Alter, was ist los? Was machst du? Hey? Marvin, was ist mit dir? Was ist mit dir los, Junge? Hey, Marvin, wirklich, was ist los? Was ist da an der Schulter? Hey, Leute, Marvin, irgendwas an der Schulter. Hey! Willst du mal? Beruhig dich mal. Ich will dich nur beruhigen. Okay? Beruhig dich. Was machst du hier? Alter, hat mir den Chip eingepflanzt. Hey Leute, hier war ein Chip bei Marvins Haut. Hey, da war ein Chip in deinem Körper. Was passiert? Alter, kommst du hin? Oh. Junge, du warst gar nicht du selbst. Wo kommst du auf einmal her? Ich hab dich gesucht. Wo? Ich bin den Koordinaten gefolgt. Oh. Der Gamer hat dir auch ein Bild geschickt. Erinnerst du dich? Ja. Und dann waren die Koordinaten hier. Aber seitdem ich dich angerufen habe, warst du nicht du selbst, du hattest diesen Chip drin. Der hat dich gelenkt, der Chip, ne? Ja. Alter, Leute, Marvin. Ich weiß doch, der Game Master hat mir gedroht. Womit? Er hat gesagt, gib mir die Masken alleine ab oder ich werde dich. Und ich habe schon gedacht, was bist du für ein Psycho?
Also, du hast mich gar nicht dann betrogen ohne Preis. Nein, der hat mich bedroht. Ist das hier die Belohnung? Dieses Haus? Die Wohnung. Alter. Ich wohne hier schon eine Weile. Ey, Alter. Und ich habe schon gedacht, du willst allein die Belohnung bekommen. Nein, Mann, der hat mich gezwungen, alle Masken alleine abzugeben. Dann habe ich den Brief bekommen. Und er wollte mich zurück. Bin zu den Koordinaten gegangen. Dann wurde ich anscheinend entführt. Ey, Leute, wahrscheinlich wollte der Game Master uns das sowieso schenken, hat sich gedacht. Er will uns nochmal gegeneinander aufstacheln. Ich glaube auch. Weil indem ich dachte, dass du mich betrügst und belügst und die Belohnung alleine kassierst, dass wir verfeindet sind. Und ich habe schon gedacht, du arbeitest mit dem zusammen. Nein, niemals. Oh mein Gott. Niemals würde ich mit dem zusammenarbeiten. Oh mein Gott, Leute. Der wollte uns gegeneinander aufstacheln. Er ist doch krank. Alter. Aber wir haben eine neue Wohnung. Alter, die Wohnung ist krass. Ja. Junge, neue Crib. Das ist die Belohnung für die 7 Masken. Das ist die Belohnung, ne? Ja. Das realisiere ich jetzt erst. Alter, Leute. Krass. Diese Crib hier ist krass und groß. Ja, Mann. Alter. Hast du an der Schränke durchguckt, dass der Game Master nicht hier ist? Ja, ich hab alles, also ich habe hier eine Weile gelebt, aber durch den Chip weiß ich nicht mehr, was genau passiert ist. Ich bin froh, dass wir mal wieder dran und rausgemacht. Ich bin froh, dass du wieder der Alte bist. Ich habe schon gedacht, ich habe meinen Bruder verloren. Oh mein Gott, Leute, Daumen hoch, wir sind wieder vereint. Ey Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine spontane Roomtour. Ist noch ein bisschen was zu tun hier auf jeden Fall, aber ihr seht schon mal hier, wie die Wohnung geschnitten ist und so. Ja, ich denke, ist gar nichts drin, aber der Game Master hat schon investiert ins Geschenk. Ein paar Sachen sind hier schon. Da hat er nicht gelogen. Der Game Master hat uns auf jeden Fall ordentlich Quadratmeter hier geschenkt. Ja, Mann. Guckt euch an. Da oben geht's weiter. Leute. Hat schon so Ami-Vibes. Schon geil. Ja, Mann. Aber dann gucken wir erstmal, ob der Game Master das hier nicht versteckt, ne? Das ist so eine Terrasse, Leute. Die Terrasse ist auch da. Crazy, Mann. Hier ist ein Kamin noch. Kamin ist hier. Terrasse. Gemütlich hier im Kamin, oder was? Nice. Ja, kann man seinen Kaffee schön trinken. Oh, bald anmachen wir. Wird ja immer kälter. Komm, gehen wir mal hoch. Genau, komm. Krass, also das. Krass, das Geschenk. Hat er uns geschenkt? Also einfach eine Crib hier. Also es lohnt sich, die 7 Masken abzugeben. Danke an alle, die gesagt haben, mach das krasse Geschenk. Riskiert dafür, dich zu verlieren, die Masken. Ja, Mann. Wir hätten das hier auch nicht bekommen können. Ah, gemütlich hier. Hier kann man auf jeden Fall PC hin tun und so, auch gemütlich. Ja, so ein Büro oder Büro so. Büro und Vibes hier, ne? Ja. Genau. Oh, guck mal, da ist eine Abstellkammer. Oh. Alter, Vorsicht. Okay, das ist. Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Komm mal direkt mit dem Licht. Oh mein Gott. Nicht, dass Annabelle jetzt da drin ist. Alter. 3, 2, 1. Jo. Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, gib Daumen hoch, wenn wir diese Kammer mal erforschen sollen. Daumen hoch dafür. So. Nicht, dass da noch irgendwas drin ist. Ja, ich will jetzt nicht näher reingucken. Nee, nicht, dass da noch irgendein. Ist mir jetzt zu gruselig. Ist da irgendwie ein Tresor noch? Aber wir gucken später. Ja, vielleicht Leute, Gold oder so noch. Alter, Daumen hoch. Wir haben hier erstmal alles analysieren sollen, nicht, dass der Game Master uns hier noch eine Falle stellt. Genau. Hey Leute, hier ist abgeschlossen der Raum. Okay, Leute, hier das Zimmer ist abgeschlossen. Okay. Da müssen wir den Game Master mal fragen, ne? Ja. Weil wenn man hier wohnt oder ist abgeschlossen, nicht, dass da Leichen drin sind oder so. Okay. Oh. Hier ist eine Küche. Küche? Küche. Nice, 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 Leute. Hier mal Abstellraum. Kommen viel bunkern oder sich verstecken hier vom Game Master. Auf jeden Fall. Krasse. Nice, nice, nice. Nice, Mann. Alles am Start. Also hier können wir unsere Gang zubereiten, um den Game Master zu klatschen. Ja, Mann, nein, zu trainieren. Hier wird Chicken gebraten, noch wie so. Könnte das das Schlafzimmer sein? Ja, hier ist das Schlafzimmer. Ah, oh. Einbruchschränke sind schon da? Ja. Nice. Oh, ja, hier. Fetter Balkon. Hier Balkon. Nice, nice. Sehr, sehr nice. Viel Natur am Start. Ja. Boah. Kann man sich gemütlich machen hier, ne? Auf jeden Fall. Fällt das Bett hier, hast du direkt schön Licht. Ja, Mann. Hier im Fernseher noch hinklatschen. Ja. Oh, Badezimmer. Nice aus. Nice. Krass. Bad ist auch da. Okay. Crazy. Also, ich würde sagen, das ist ein, für uns auch nochmal, verstärkt uns eigentlich, weil wir haben jetzt dadurch eine weitere Wohnung. Genau. Um einfach noch besser zu planen und dem Game Master zu packen, ne? Ja. Und crazy. Jetzt hat jeder eine Wohnung eigentlich. Ja, und zum ersten Mal, Leute. Leute. Das ist in unserem Leben, ja, unser Leben lang bis heute, wohnen wir eigentlich zusammen. Ja. Und zum ersten Mal hat jetzt jeder seine eigene Wohnung. Das ist eigentlich krass. Ein krasser Schritt so für uns, ne? Noch vor 30, jeder seine eigene Wohnung. Ja, Mann. Krass. Wurde uns Zeit, wa? Ja, Mann. Hat dir dann gepasst mit dem Geschenk? Leute, fetten Daumen hoch, wenn wir dranbleiben sollen, wie es mit dem Game Master aussieht. Ich hab Marvin wieder zurück. Ja, Mann. Bin sehr froh. Und wir besprechen uns, wie es weitergeht. Ja, Mann, wir haben noch viel zu beschnacken. Auf jeden Fall. Und dann besprechen wir, wie weiter vorgeht. Und wenn der Game Master sich meldet, melden wir uns sowieso. Leute, Daumen hoch für mehr. Bis zum nächsten Video. Peace.